Das Grundgesetz hat zwar den Namen Grundgesetz, ist aber eine Verfassung, jedenfalls verfassungsrechtlich gesehen. Es hat den Namen, aber es ist in Wirklichkeit von der Natur her eine Verfassung. Dass das Grundgesetz 1949 für eine provisorische Zeit geschaffen wurde, war den damaligen Umständen geschuldet, weil man nicht davon ausging, dass die Doppelstaatigkeit Bundesrepublik Deutschland und DDR so lange dauern würde und man dann zu einer gemeinsamen Verfassung käme. Nun kam die Wiedervereinigung 1989, 1990 und der damalige Gesetzgeber sagte sich, das Grundgesetz von 1949 hat sich so stark bewährt, was sollen wir hier eine neue Verfassung machen? Wir wissen auch nicht, was wir hier grundlegend anders machen können. Und deswegen hat der damalige Gesetzgeber entschieden, wir nehmen hier nur punktuelle Änderungen am Grundgesetz vor. Es gab eine Verfassungskommission, die eine Reihe von Änderungen vorgeschlagen hatte, die dann auch umgesetzt wurden. Im Ganzen sagte man, also was Besseres als dieses Grundgesetz von 1949 würden wir auch 1990 nicht formulieren können. Und deswegen ist das Grundgesetz von 1949 auch heute unsere Verfassung. Zu dem ersten Teil der Frage, der Souveränität. Deutschland ist ein souveräner Staat. Allerdings haben wir aus meiner Sicht den Fehler gemacht, viele Souveränitätsrechte abzutreten. Ja, wir haben Rechte abgetreten an die EU, was nicht unbedingt notwendig sein sollte. Ich denke da zum Beispiel an Fragen des Grenzschutzes. Ich bin durchaus ein Befürworter einer europäischen Zusammenarbeit, auch der EU, aber einer komplett reformierten EU. Bin auch dagegen, dass wir weitere Souveränitätsrechte auf internationale Einrichtungen wie die WHO übertragen. Bin damit. Die Gewinnblitzfallstudie. Wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen, sofort ansehen. Bin damit auch strikt gegen den Pandemiepakt, weil internationale Organisationen kann unser Gesetzgeber, können unsere Abgeordneten nicht kontrollieren, sondern die machen im Zweifel das, was sie wollen. Oder sie werden von anderen gesteuert oder kontrolliert, die einer demokratischen Kontrolle jedenfalls entzogen sind. Wenn Sie mir die Frage vor 5 Jahren gestellt hätten, hätte ich geantwortet, ich sehe die Kriegsgefahr als sehr gering an, im unteren einstelligen Bereich. Jetzt hat sich leider in den Jahren nach dem Angriff Russland auf die Ukraine einiges geändert. Anfänglich des Krieges hätte ich gesagt, die Kriegsgefahr halte ich auch für relativ gering, weil es ein regionaler Konflikt ist und wir nicht Kriegspartei sind. Nun sind wir über die Jahre mehr und mehr Kriegspartei geworden, ohne dass wir es ausdrücklich gesagt haben. Im Gegenteil, die Bundesregierung und die politikverantwortenden Parteien tun auf der einen Seite so, als ob wir hier keine Kriegspartei wären. Auf der anderen Seite wird schweres Material an die Ukraine geliefert. Auf der anderen Seite sagt auch eine Bundesaußenministerin Baerbock, jedenfalls war es vor ein paar Monaten, wir stehen im Krieg mit Russland. Ja. Also wir haben uns sehr, sehr weit politisch, außenpolitisch gegenüber Russland exponiert. Und aus meiner Position als Völkerrechtler, ich habe auch Völkerrecht mal gemacht und drin promoviert, könnte Russland jetzt erklären, aufgrund der Unterstützung des Kriegsgegners Ukraine, könnte auch Russland uns als Kriegsgegner sehen und es könnte zu einem Krieg kommen. So, was jetzt die faktische Lage angeht, habe ich den Eindruck, dass auch von westlicher Seite, jetzt will ich nicht unsere Regierung ansprechen, sondern in erster Linie die USA, in den USA große Interessen bestehen, diesen Krieg weiter zu verbreiten, dass er kein regionaler Krieg ist. Vor allem die Ukraine hat ein derartiges Interesse. Wenn es ein großer europäischer Krieg wäre, wäre die Ukraine viele Probleme los. Nämlich jetzt kämpft die Ukraine ganz alleine gegen Russland. Und wenn viele Staaten gegen Russland kämpfen müssten, wenn es ein Flächenbrand wäre, wäre das eine Entlastung für die Ukraine. Ich sehe heute die Kriegsgefahr als relativ hoch an, weil diejenigen, die diesen Krieg offensichtlich wollen oder billigend in Kauf nehmen, keinerlei rote Linien sehen und damit letztendlich mit dem Feuer spielen und einen Brand auslösen können, von dem sie im Zweifel nicht selbst betroffen sind. Ja, jetzt am kommenden Samstag, 17. Februar,
werden wir eine Partei gründen, die Werteunion als Partei in Bonn. Wir hatten es im Januar schon angekündigt, dass der Verein Werteunion jetzt eine Partei gründen wird. Wir haben uns von der CDU getrennt, weil wir der Auffassung sind, dass die CDU unter Merkel, Kramp-Karrenbauer und jetzt auch Merz die Kurve nicht bekommt und in den Holzweg gelaufen ist und da nicht mehr raus will und nicht mehr raus kann. Und wir sind der Auffassung, es braucht eine liberale, eine konservative Kraft in Deutschland, eine realpolitisch denkende, die nicht radikal ist und die Probleme anspricht, wie wir sie haben, ob es Migration ist, ob es Inflation, Wirtschaftskrise, Gender und so weiter. Eine politische Kraft, die die Probleme nicht verniedlicht, nicht kleinredet, nicht unter den Teppich kehrt, aber die auf der anderen Seite auch Lösungen anbietet, die nicht radikal sind, sondern mit Augenmaß und ich sage auch liberale Lösungen. Also ich bin jemand, der dafür ist, dass der Staat sich aus dem Leben zurückhält. Er soll sich raushalten aus meinem Leben, soll nur das tun, wofür er eigentlich da ist, nämlich für die Sicherheit, für die Infrastruktur zu sorgen, dass wir einen vernünftigen Rechtsrahmen haben. So, und das wollen wir jetzt am Samstag beschließen. Ich bin zuversichtlich, dass wir damit ein Angebot schaffen für die Wähler, die auf der Suche sind nach einer liberal-konservativen Partei, die es auch kann und die auch bereit ist, ich sage mal, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten. Wenn ich sage mit allen, dann meine ich das auch so, von der AfD bis meinetwegen auch zur Linken. Aber das Entscheidende ist, dass das politische Programm durchgesetzt werden kann, das wir haben. Und da glaube ich, dass nur wenige Parteien in Frage kommen, die wirklich mit uns Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen wollen. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt,
die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.